So, guten Tag und herzlich willkommen zu unserem heutigen Tutorial. Thema heute ist eine Anlagestrategie für ETFs. Es ist eine Anlagestrategie für Kleinanleger, für Privatanleger, die ihr Geld auf der einen Seite gewinnbringend an der Börse anlegen wollen, auf der anderen Seite jetzt nicht die Zeit haben, mehrere Stunden am Tag vor den Handelsplattformen zu sitzen und dann heute ein bisschen besser erklären, wie unsere Anlagestrategie hierzu aussieht. Also grundsätzlich beruht unsere ETF-Anlagestrategie auf einer technischen Analyse langfristiger Börsentrends auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kombinieren wir das mit einer Reihe relevanter sogenannter psychologischer Marktindikatoren und entwickeln daraus dann jeweils eine Handelsempfehlung für ETFs, die die breiteren Marktindizes anbieten. Hierbei konzentrieren wir uns auf den US-Markt. Also wir schauen uns beispielsweise den S&P 500 an, den Nasdaq oder den Russell 2000 Index, analysieren die auf der einen Seite technisch und kombinieren das dann, wie gesagt, mit psychologischen Marktindikatoren und entwickeln dann daraus eine Handelsempfehlung für ETFs, die, wie gesagt, die größeren Marktindizes abbilden. Und das sieht dann ganz einfach so aus. In einem stabilen Aufwärtstrend ist unsere Empfehlung, 100% des Kapitals in diese betreffenden ETFs investiert zu haben. Wenn der Aufwärtstrend unter Druck gerät, dann gehen wir einen Schritt zurück und empfehlen eine Investition, ein Investitionslevel von 50%. Und wenn es dann noch weiter bergab geht und der Markt befindet sich in der Korrekturphase, dann lautet unsere Empfehlung, zu 100% in Cash zu gehen und erstmal eine Pause zu machen. So, auf unserer Homepage ist das Ganze ganz einfach abgebildet. Na, wir sehen da tagesaktuell die Marktrichtung, die da, wie gesagt, aus unserer technischen Analyse der wichtigsten US-Marktindizes beruht auf der einen Seite, und auf der anderen Seite kombinieren wir das dann, wie schon angedeutet, mit den psychologischen Marktindikatoren. Und aus dieser Kombination raus ergibt sich dann die Handelsempfehlung, die aktuell hier auf 100% Investment steht. Wie gesagt, wenn auf unsere Homepage geht, dann könnte ich ja tagesaktuell die Handelsempfehlung abrufen. Na, jetzt hier rechts in der Tabelle seht ihr auch die Anzahl der kritischen Verkaufstage, na, das ist einer der technischen Merkmale, die wir dazu hernehmen, um auf der technischen Seite, na, also neben der psychologischen, natürlich haben wir die technische Seite. Und ein wesentliches Merkmal auf der technischen Seite sind die kritischen Verkaufstage. Komme ich dann nachher noch näher darauf zu sprechen. Im Moment haben wir beim S&P 500 drei kritische Verkaufstage über die abgelaufenen 25 Handelstage und beim Nasdaq sind es zwei. Es liegt schön unterhalb der kritischen Grenze von etwa 5 pro Index. Das ist dann einer der relevanten Inputs für die aktuelle Handelsempfehlung von 100%. So, jetzt gucken wir ein bisschen mehr in die Details rein. Ja, wie gesagt, unsere Investmentstrategie berücksichtigt sowohl technische als auch psychologische Marktindikatoren. Bei den technischen, wo ich heute näher drauf eingehe, haben wir die kritischen Verlusttage und die sogenannten signifikanten Wendepunkte nach einer Marktkorrektur. Da komme ich gleich noch näher im Detail drauf zu sprechen. Daneben haben wir dann noch einige psychologische Marktindikatoren, die wir tagesaktuell für unsere Analyse anwenden. Die werde ich dann in einem zweiten Tutorial zum Thema ETF-Anlagestrategie näher erklären. Jetzt gucken wir mal auf die beiden technischen Indikatoren. Fangen wir an mit den kritischen Verlusttagen. Also ein kritischer Verlusttag ist nach unserer Definition ein Handelstag in dem einer der größeren Marktindizes, ne, nachdem wir uns auf den US-Markt spezialisiert haben, in dem Fall einer der größeren US-Marktindizes, also S&P 500, der Nasdaq oder der Russell 2000, wenn der an einem Handelstag um mehr als 0,2% fällt.
Und zugleich das Handelsvolumen, das ist sehr wichtig, ne, das Handelsvolumen muss überdurchschnittlich hoch sein. Und gleichzeitig über dem Handelsvolumen des Vortages liegen muss, ja, wenn die beiden, wenn die drei Dinge zusammentreffen, also diese 0,2, überdurchschnittliches Handelsvolumen und das Handelsvolumen über dem Handelsvolumen des Vortags, dann haben wir einen sogenannten kritischen Verlusttag bei diesem betreffenden größeren Marktindex. Und das ist dann ein Indiz dafür, na, dieser signifikante Rückgang in Kombination mit hohem Handelsvolumen. Das ist deswegen so wichtig, weil das jeweils ein Indiz dafür ist, dass sich die größeren Institutionen, na, jetzt wie beispielsweise Pensionsfonds, na, die großen Anleger, die hier so viel Geld am Markt bewegen, dass sie dann das Potenzial haben, die Kurse zu bewegen. Ja, das ist ein deutlicher Unterschied zu den Privatanlegern. Die Kurse bewegen sich aufgrund des Verhaltens von einigen Privatanlegern nicht. Na, dafür ist das Handelsaktivität der größeren Institutionen erforderlich. Also wenn wir jetzt hier so einen Verlusttag haben, ist das ein Indiz dafür, dass sich die größeren Institutionen aus dem Markt zurückziehen. Das ist definitiv ein Alarmsignal für uns als Klein- oder Privatanleger, das man dann in Betracht ziehen muss. So, jetzt so ein einzelner Verlusttag selber, der gibt noch keinen Grund zu größerer Sorge. Also es ist eine Anhäufung von Verlusttagen, ist das, auf das, was wir aufpassen müssen. Na, wenn sich jetzt die Verlusttage über eine vergangene Periode, na, die vergangene Periode, das sind nach unserer Definition 25 Handelstage. Wenn man also in der Periode der letzten 25 Handelstage, wenn sich die Anzahl der Verlusttage im Bereich von 5 bewegt, dann klingen bei uns die Alarmglocken. Na, dann schauen wir direkt parallel auch jeweils tagesaktuell auf die psychologischen Indikatoren. Um wie dann, wenn die dann ebenfalls Grund zu Bedenken geben, na, dann passen wir unsere Handelsempfehlung an. Na, jetzt in dem ersten Schritt wäre das dann, wenn sowas kommen würde in nächster Zeit, eine Empfehlung von einem 100% Investments zurückgehen zu auf ein 50% Investment, na, beziehungsweise wenn es dann noch kritischer wird, dass wir uns dann vollständig aus dem Markt zurückziehen und erstmal in Cash an der Seitenlinie abwarten, wie sich der Markt weiterentwickelt. So, jetzt gibt es es gibt's mehrere Szenarien, in dem so ein kritischer Verlusttag seine Relevanz verliert. Das erste habe ich schon angedeutet, also wir schauen nur auf auf die Handelsperiode der letzten 25 Tage. Und eine zweite Option, in der der kritische Verlusttag seine Relevanz verliert, ist, wenn der Markt um mindestens 5%, na, oder mehr oberhalb des Schlusskurses des betreffenden kritischen Verlusttages schließt, na, dann ist so viel Power zurück im Markt, na, dass man diesen Verlusttag dann von unserer Liste streichen und nicht mehr berücksichtigen. So, auf der anderen Seite, na, wenn wir jetzt in einer signifikanten Marktkorrektur sind, na, geht es ja irgendwann mal auch wieder nach oben. In so einer Situation, wenn wir also zu 100% in Cash sind und überhaupt keine Investments aktiv haben, dann schauen wir nach einem sogenannten signifikanten Wendepunkten nach einer Marktkorrektur. Und diese signifikante Wendepunkte, die sind also so definiert. Wir gucken nach einem sogenannten Tag 1, der dadurch gekennzeichnet ist, dass der Schlusskurs einer der größeren Marktindizes jetzt oberhalb des Vortageskurses liegt. Dann beginnt unsere Zeitrechnung sozusagen. Handelsvolumen bleibt im Gegensatz zu den kritischen Verlusttagen hier unberücksichtigt. Wichtig ist nur, dass nach dem Tag 1 der neue Aufwärtstrend intakt bleibt. Das heißt, die Kurse der nachfolgenden Tage müssen jeweils
höher sein. Das heißt, die dürfen den niedrigsten Kurs am Tag 1 nicht unterschreiten. Ja, wenn das der Fall ist, dann verliert der Tag 1 seine Relevanz und wir müssen weiter abwarten, bis zu einem signifikanten Wendepunkt in der Marktkorrektur kommt. So, wenn wir dann den Tag 1 definiert haben, dann müssen wir warten bis mindestens bis zu einem Tag 4 oder dann später. Na, üblicherweise geschieht es dann zwischen dem Tag 4 und dem Tag 7. Kommt es dann üblicherweise, na, zu einem deutlichen Kursanstieg, na, wenn denn wenn denn ein neuer Aufwärtstrend ansteht und wo wir dann danach schauen, ist ein signifikanter Kursanstieg von 2% oder mehr. Hier ist das Handelsvolumen wieder sehr wichtig. Das heißt, das Handelsvolumen am Tag 4 muss dann deutlich oberhalb des Handelsvolumens im Vergleich zum Vortag liegen. So, wenn wir dann so einen Tag 4 haben, mit einem Kursanstieg von 2% und einem deutlich erhöhten Handelsvolumen, ist das wirklich ein deutliches Indiz und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ein neuer Aufwärtstrend anfängt. In so einem Fall, ne, wird man dann unsere Handelsempfehlung wieder von 0%, ne, entweder auf die 50 oder abhängig davon, wie stark diese Kursanstiege und signifikant diese sind, wird man dann die Empfehlung von 0% auf 50 oder 100% Marktinvestments dann auf unserer Homepage hinterlegen. So, jetzt gucken wir mal nach am Beispiel des S&P 500 und dem Crash, dem Covid-Crash, ne, im März letzten Jahres. Diese seht ihr hier auf der linken Seite, diese roten Pfeile. Das sind also die Tage mit einem Kursrückgang um mindestens 0,2% jeweils bei erhöhtem Volumen, ne, überdurchschnittlich und überhalb dem des Vortags. Ne, das trifft jetzt auf diese Tage, die mit diesen roten Pfeilen gekennzeichnet sind, jeweils zu. Dann seht ihr hier, das war dann hier, ne, so Anfang, erste, zweite Märzwoche, kam es zu einem fünften kritischen Verlusttag. Ja, zu dem Zeitpunkt haben auch die psychologischen Indikatoren Grund zur Sorge gegeben und haben die Alarmglocken läuten lassen. Das heißt, hier sind wir aus dem Markt raus und konnten dadurch den gesamten, also nicht den gesamten, aber fast hier das gesamte Loch, das gesamte Covid-Loch, ne, diesen signifikanten Rückgang konnten wir vermeiden und hier in dem Bereich haben wir dann jeweils nach einem signifikanten Wendepunkt geguckt. Ne? Und hier hat sich dann hier, das war dann Anfang April, den Tag 1 ergeben. Ja, praktisch dieser Tag 1 deutlich, im Kurs deutlich oberhalb des Vortageskurses. Und dann jeweils seht ihr hier, ne, die nachfolgenden Tage haben dann den niedrigsten Kurs des Kurses am Tag 1 nicht unterschritten. Und dann hier, ne, hier gab es einen gewaltigen Anstieg. Das waren hier Tag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Am Tag 10 gab es dann hier unter erhöhtem Volumen, ne, wirklich einen sehr starken Anstieg. Das waren damals, glaube ich, 2-3%. Und das war dann der sehr deutliche Hinweis, ne, für einen beginnenden Aufwärtstrend. Hier sind wir wieder in den Markt rein und konnten dann, na, wie ihr hier seht, jetzt nicht. Man trifft durch diese signifikanten Wendepunkte nie den Tiefpunkt. Ne? Das ist auch nicht unser Ziel, sondern unser Ziel ist, ja, solche kritischen, sehr starken Abwärtstrends, na, hier aus unserem Investmentzeitraum rauszuschneiden. Und es ist hier relativ gut gelungen, na, den Großteils dieser wahnsinnig großen Marktkorrektur konnte man hier vermeiden. Ne? Und dann hier ging es, seither ging es, ja, ständig bergauf. Und das ist eigentlich die Stärke unserer Handelsstrategie, ist sehr einfach. Muss ja nicht viel tun, ne? Man muss nur ein bisschen aufpassen, ne? Die Empfehlungen auf unserer Homepage
mitverfolgen und dann kann man hier ohne großen Aufwand sehr erfolgreich an der Börse unterwegs sein.